Und damit guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ja, in der letzten Folge war es ein wenig ruhiger, bis zum Schluss, weil da mussten wir nämlich schon einen Teil der Schulden eintreiben. A feller in town recognized me from Blackwater. That's not good. It's okay though, I dealt with it. Genau. Wir werden uns dann heute mal... Morning, Mister. Ja, ja, ich möchte auch allen zurückgrüßen. Guten Morgen, guten Morgen. Ach, der Knilch ist das. Ich werde jetzt erstmal ausreiten und werde jetzt mal gucken mit dem schönen... Ach, Leute. Matthews gave me a message for you. He said, when it was convenient, to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. He'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Immer wenn man irgendwas sagen will, muss einer dazwischen plappern. Das ist doch nicht normal. Wir machen jetzt mal kurz einen schönen Screenshot, weil der gerade so toll da steht mit dem Pferd. Denn diejenigen, die die letzte Folge gesehen haben, haben gesehen, dass wir endlich das Shire kaufen konnten. Also irgendwas war anscheinend nicht so ganz in Ordnung. Keine Ahnung, ich habe es wohl doch nicht verkauft, denke ich mal. Was wiederum sehr gut war, weil, so wie ich es verstanden habe, ist es wohl im Stall gelandet, obwohl ich es letztes Mal nicht im Stall sehen konnte. Und wir kümmern uns jetzt hier mal ein bisschen ums Pferd. Junge, du sollst es striegeln. Geht das auch mal, oder? So, wir kümmern uns mal ein bisschen ums Pferd, damit wir die Verbundenheit weiter aufbauen. Es ist nicht das schnellste Rennpferd, das muss ich ja jetzt ganz ehrlich zugeben, aber ich finde die Shire Horses einfach nur geil. Und ich habe ja auch lange Zeit Star Stable gespielt und spiele es ja immer noch immer wieder. Und muss ganz ehrlich sagen, da sind die Shire Horses auch wunderbar. Achso, wo will ich eigentlich hin? Moment. Ich muss mir ja erstmal eine Wegmarkierung setzen. So, wir müssen nämlich noch bei zwei Leuten Schulden eintreiben. Eigentlich möchte ich bei der Dame jetzt eher weniger Schulden eintreiben, aber naja, gut. Wir müssen es halt. Das ist allerdings eine ziemlich lange Strecke. Was schön ist, wenn man irgendwo Schulden eingetrieben hat, dass die Karte sich halt vergrößert. Das ist mir jetzt aufgefallen. Und das heißt, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen die Gegend demnächst erkunden werden und auch mal gucken werden, hier unten ist noch ein Stall, was es da noch Schönes gibt. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Also hier gibt es wirklich unheimlich viel zu sehen in dem Spiel, wo ich wirklich sehr froh drüber bin. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber... ich finde es echt gut, weil ich liebe solche Spiele, wo man halt, ja, also viel rumreisen hört sich jetzt blöd an, weil ich möchte natürlich nicht nur die ganze Zeit hin und her reiten oder so, aber wo es viel zu entdecken gibt, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel bei den ganzen Spielen, das fand ich auch schon immer total klasse. Ich hoffe, es kommt jetzt gerade kein Zug. Wo muss ich denn hin? Geradeaus. Da kommt man halt auch immer viel entdecken, das war auch so ähnlich... Ähnlich aufgebaut wie hier. Hat er immer geschossen? Was macht er denn da? Ein Wettschießen, ne? Das sieht eher ziemlich besoffen aus, der Kerl. I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Aha. Wette über $5 annehmen. Oh, scheiße. Okay. Aber nur einmal. Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles, wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Okay. Kann ich nur die nehmen? Okay. Schuss! Easy, man. Damn it all! How the hell did you beat me? Ha! Better shot, I suppose.
That didn't make me happy at all. Nee, nee, nee. How about we raise the stakes, huh? Come on. Nah, I'm all could right. Win real big. Well, how are you for beating me? So, come get your win. Here it is, okay? Man of my word. Appreciate it. Sure. Better watch out next time. You'll see. Just not your day, huh? Yeah, I guess not. Guess I need more practice, huh? Ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt alle durchmachen sollen. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie viel Geld ich jetzt überhaupt hatte und so. Hallo? Das soll jetzt eigentlich nur nicht so schnell sein. Aber ich meine, ich habe mal mit ihm ein Wettschießen gemacht. Kommst du da runter? Du kommst da runter. Hey there, Mister. Fine morning, partner. Ah, er hat mich mal gegrüßt. Hi there, Mister. Ja, ja, guten Tag, ne? Oder wie war das? Ich habe da hinten aber gerade Wild gesehen. Ich höre doch irgendjemand hier. Oder hat der jetzt gerade zurückgemurmelt? Das kann natürlich auch sein. Ja, das Wild sehe ich jetzt leider nicht mehr. Schade. Hallo, willst du mich veräppeln? Geht es noch? Ist da noch einer hinter mir? Oh. Hallo. Ah. Vollpfosten. Kann man hier auch noch überfallen werden? Hallo? War ich jetzt so gar nicht drauf eingestellt. Ah, was ist mit den beiden? Ist das jetzt eine Falle hier? Morning, Mister. Mister. Geht das noch? Ich will den Ochsen nicht untersuchen, ich will mit dem Typen reden. Obwohl doch, ich will den Ochsen untersuchen. Moment! Bleib stehen! Bleib stehen! Ja! Ich habe ihn! Super! Moment, halt, stopp, stopp, stopp. Kann man den Hund untersuchen? Was bist du denn für einer? Komm mal her! Komm mal her! Labrador Retriever, okay. Ja, cool, jetzt haben wir noch einen Hund dazu. Cool, also gefunden. Warte mal, Moment, Moment, Moment. Bleib mal eben stehen, Schätzelein. Ich habe da hinten noch eine Kuh gesehen. Oder bist du auch ein Ochse? Ne, du bist ein Ochse, ne? Devon-Ochse, okay. Why do you happen to be on this property right now, huh? All right, simmer down. Ich wollte nur die Tiere mal untersuchen. Aua! Geht es noch? Hallo? I want you off this doggone land. Pronto! Boah, ey, kann man doch nicht mal die Tiere untersuchen. Was bist du denn für ein Affe? Komm, wir gehen weiter. So. Warum der jetzt gelaufen ist, weiß ich nicht. Hier rum. Moment. Kann ich das vielleicht... Jetzt
Kann ich es von hier aus untersuchen, oder wie? Ein Maultier. Ah, okay. Also, es war mir schon klar, dass das ein Esel ist, aber du bist ein anderer Hund, oder? Nein. Der ist zu weit weg. Oh nein. Hund, bleib hier. Schade, den hätte ich jetzt auch nochmal eben gerne untersucht. Wo er sich auffällt. Oh, ich bin etwas eingestaubt, beziehungsweise mein Pferd. Kann das sein? You Chick? I was told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews? You might want to talk to that feller over there. Nah, I'm just here to work for the season. Okay. You Chick Matthews? Oh, no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it. Hey. Okay, du Spacken. So was habe ich mir schon gedacht. Wie ging das jetzt nochmal mit Belasso? Oh nein. Au! Wie ist der denn hier runtergekommen? Au, au, au! Armes Pferdchen, tut mir leid. War der das jetzt? Ich glaube ja, ne? Oh, ich sehe nicht mehr. You make me go much further. I'll get more than a debt off you. Yep. Money's mine. I'm keeping it. The more I chase, the more you owe. Don't you give up? Nächster, komm mit. Na? Lucky I ain't taking your teeth as well. Dummes Arschloch. So. You'll find it there. Everything. I promise. Ich war echt noch am überlegen, ob ich den nicht vielleicht doch nochmal erschießen sollte, aber... Okay, also wir schauen mal auf der Karte nach dem Geld. Oder auch nicht, weil ich jetzt zu nah am Pferd bin. Das Blumen oder kann man euch einsammeln? Easy now. Das würde ich jetzt mal gerne wissen, aber ich denke mal eher, dass es Blumen sind. Ja, man kann es zumindest nicht einsammeln. Was ist denn hier? Ich schätze, dass hier mal die Pest unterwegs war oder sowas. Ja, die Medizin werden sie wohl nicht mehr brauchen. Achso. Das ist gar keine Medizin, die ich nehmen kann. Wie einen von 12 gefunden. Wie viele habe ich denn jetzt schon gefunden? 3, 4? Oh.
Auf jeden Fall habe ich erstmal gutes Zeug gefunden, was ich verkaufen kann. Wieso kann ich das nicht nehmen? Hallo? Oh, sag nicht, ich habe das voll. Oh, ich sollte echt mal was verkaufen von dem Zeug, was ich habe. Oder zumindest spenden oder so. Kann ich auch schon wieder nicht nehmen. Ist das jetzt euer Ernst? Na gut, dann würde ich sagen, reiten wir weiter. In meine Stadt fahren. 68. Dann würde ich mich mal in die Stadt fahren und mal hier... Achso, alle eingetriebenen Schulden abliefern. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Angetriebenen meine ich natürlich. So, da haben wir schon 98 Dollar. Das ist doch wunderbar. Also wir haben 173. Aber das ist doch toll. So die Richtung. Dann würde ich sagen, dass wir das auf jeden Fall in der nächsten Episode mal machen werden. Und dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen.